Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben erst letzten Monat über die Klimakrise diskutiert und welche Ziele und Maßnahmen erforderlich sind, um dieser zu begegnen. Ein entscheidender Baustein für kommunale Klimaschutzpolitik ist die Verkehrswende, also der grundlegende Paradigmenwechsel vom motorisierten Individualverkehr auf der Basis fossiler Brennstoffe hin zu einer klimagerechten und möglichst ressourcenschonenden Mobilität, die allen zugänglich ist. Und das kann nun eben nicht heißen, Benzin- und Dieselfahrzeuge einfach durch Elektroautos zu ersetzen und ansonsten genauso weiterzumachen wie bisher. Nur der abgestimmte Ausbau von Nahverkehr und Radwegen und die Reduktion des Autoverkehrs in der Stadt können zu einer echten Verkehrswende und damit zum Erreichen der Klimaziele. Und gerade die Förderung des Radverkehrs, zu der sich ja prinzipiell alle Fraktionen bekannt haben, nachdem die Initiative Radentscheid im letzten Jahr umgefasst wurde, im letzten Jahr nahezu 22.000 Unterschriften für den Ausbau des Radwegenetzes übergeben hat, ist dabei ein nicht zu unterschätzender Faktor. In Kassel sind 70% aller zurückgelegten Wege kürzer als 5 Kilometer und die Potenziale für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad sind enorm. Denn gerade diese Kurzstrecken können in der Regel problemlos vom Auto auf das Rad verlagert, ja teilweise. Es ist sogar ein Anachronismus, solche Kurzstrecken im eigenen Stadtteil und angrenzenden Gebieten mit dem Auto zu nutzen. Zugleich ist das Radwegenetz aber immer noch unzureichend und teilweise regelrecht gefährlich. Und allen Bekenntnissen zum Trotz passiert in der Praxis immer noch nicht viel. Ohne sichere und gute Radinfrastruktur aber, die es erwartbar macht, heil am Ziel anzukommen, steigen nur die Furchtlosen und die von der Autofahrerlobby gerne bemühten Kampfradler auf den Sattel. Und den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen entscheidend zu erhöhen, brauchen wir aber auch das Vertrauen aller anderen potenziellen Radfahrerinnen, denen es momentan schlicht zu unsicher ist, regelmäßig etwa im Berufsverkehr, um ihren Platz auf der Straße mit PKWs und LKWs zu rangeln, zugeparkte Radwege zu umfahren oder sich jäh öffnenden Autotüren auszuweichen. Hier muss entschieden mehr passieren, und zwar bald. Monatelang wurde hinter verschlossenen Türen über die Magistratsvorlage zur Förderung des Radverkehrs verhandelt, seit Februar im Geschäftsgang ist. Und was wir jetzt als Änderungsantrag der Koalition präsentiert bekommen haben, ist weit von dem entfernt, was benötigt wird. Grundsätzlich ist es zwar zu begrüßen, dass der Vorlage und dem Änderungsantrag der Koalition die 8 Ziele des Ratentscheids inhaltlich aufgegriffen werden. Aber ohne entsprechende Ausstattung des Haushaltsmitteln bleibt das alles leere Symbolpolitik. Die im Änderungsantrag der Koalition vorgenommene Staffelung der veranschlagten Mittel bis 2024 bedeutet angesichts der unverbindlichen Formulierung keinerlei Verbesserung gegenüber dem wahren Ziel der Ursprungsvorlage 1,5 Millionen an zusätzlichen Mitteln in die Radverkehrsförderung zu. Und in 5 Jahren werden wir dann bei gerade mal 2 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln sein und selbst das noch unter Vorbehalt. Hinzu kommt, dass hier ständig ganz locker auf Fördergelder gesetzt wird, von denen bisher völlig unklar ist, woher und in welcher Höhe die eigentlich fließen sollen. Und damit bleibt der Magistrat weit hinter den 4 Millionen im Jahr zurück, die Darmstadt in den Ausbau seines Radwegenetzes zusätzlich investiert und erst recht hinter den 6,9 Millionen in 2020 sowie 14,2 Millionen in 2021 in Frankfurt fließen wird. Ein entschlossener Aufbruch in die Zukunft der Stadt sieht anders aus. Die mutlose Scheinlösung, die uns hier von der Koalition zur Abstimmung vorgelegt wird, wird aber auf die Dauer den Druck der Straße nicht verringern. Im Gegenteil, es gibt inzwischen in Kassel eine starke Bewegung von selbstbewussten Bürgerinnen, die den Ausbau des Radwegenetzes einfordern und sich nicht mehr vertrösten lassen. Und dabei die Mehrheit der Bevölkerung auf ihrer Seite ist. Den schönen Reden müssen Taten und Finanzmittel folgen. Und deshalb will unser Antrag die Mittel freisetzen, um die nötigen Maßnahmen im erforderlichen Umfang anzugehen. Dazu gehört auch Transparenz. Und das heißt unter anderem, tatsächlich mal Zuschüsse für alle Verkehrsformen nebeneinander zu stellen. Sie kennen die Studie von Verkehrswissenschaftlern der Uni Kassel und Professor Dr. Carsten Sommer, die die wirklichen Kosten des Verkehrs untersucht haben. In Kassel beträgt demnach der öffentliche Zuschussbedarf für den städtischen Verkehr knapp 71 Millionen Euro im Jahr. Diese verteilen sich mit 5 Millionen Euro auf den Lkw-Verkehr, mit 26 Millionen Euro auf den Pkw-Verkehr und mit 29 Millionen auf den ÖPNV. Der Radverkehr wird dagegen in der Studie mit lediglich insgesamt 600.000 Euro pro Jahr. Momentan wissen wir aber eigentlich noch nicht mal, wie viel Geld tatsächlich für den Radverkehr aufgewendet wird. Die vorgelegten Schätzungen lassen kaum mehr als Spekulationen zu. Vermutlich weiß es noch nicht einmal die Verwaltung,
Und das hat nicht nur etwas mit dem noch nicht eingeführten Produkthaushalt zu tun, sondern vor allem damit, dass der Radverkehr bisher keine politische Priorität hat. Das muss sich ändern. Ich bin überzeugt, das wird sich ändern. Aber dafür brauchen wir mutige Entscheidungen und klare Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, die auf haushaltspolitische Blöcke setzen. Und in diesem Sinne bitte ich um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag und zu unserem Änderungsantrag in der Verordnung.